zweite Teil für den Kopfstand. Wir haben im ersten Teil den Delfin gemacht. Im zweiten Teil gehen wir hin und bereiten die Knochen, den Nacken, die Muskulatur im Nacken vor. Ihr habt das, ich gehe davon aus, dass ihr das einfach trainiert habt, wie im ersten Teil. Und jetzt beginne ich, das so zu handhaben, dass ich nicht mich mit dem Kopf auf den Boden stelle, irgendwie, und versuche das Gleichgewicht zu halten, sondern dass ich jetzt trainiere, diese Stelle hier oben, die sich auch, das ist ein Aktionspunkt, Mama genannt, Adipati, die an den Boden zu bringen und in den Boden zu drücken. Wenn ihr das von der Seite habt, ist es so, dass ihr sitzt quasi jetzt, wenn die Wirbelsäule ist gerade, und ihr hättet ein Buch, und was ich mache ist, ich verlängere meine Halswirbelsäule durch den Kopf hier nach vorne in diesen Punkt, in dieses Adipati. Adipati ist der Aktionspunkt für, um die Energie, Muskelimpulse durch den Körper zu schicken, und zwar durch den ganzen Körper. Ihr schickt quasi über diesen Punkt, kriegt der Körper einen Impuls, um auf kleinster, feinster Ebene all die Kontraktionen, die Impulse, die Energie, was auch immer Energie sein mag, wirklich durch den Körper zu verteilen. Deswegen ist der Kopfstand eigentlich auch eine Haltung, die ich praktiziere, wenn ich meinen ganzen Körper soweit vorbereitet habe darauf, dass ich offen bin. Ich habe allerdings festgestellt auch, also das ist die eine Philosophie, und die andere Philosophie ist, dass ich mit dem Kopfstand auch das vorbereiten kann, dass der Körper frei ist, weil der Energiefluss schon da ist. Also ihr könntet theoretisch diesen Kopfstand, wird auch in manchen Serien gemacht, am Anfang machen, oder ihr bringt ihn ganz ans Ende. Die Philosophie ist da ganz unterschiedlich. Beziehungsweise probiert es aus, Praxis. Okay, so, um das jetzt zu machen, geht es darum, das Erste, was ich mache, ist, ich sitze meinetwegen in diesem Fersensitz, ich setze meinen Kopf auf mit der Stirn auf und ich rolle auf den Scheitel und drücke jetzt mit meinem Kopf in den Boden, verlängere in die Wirbelsäule. Diese Bewegung. Gleiches Spiel, wieder, soweit es nicht unangenehm ist, ne? 6 bis 8, 8 bis 10, 10 bis 12 Wiederholungen des Rollens, kurze Pause, nachfühlen, gleiches Spiel wieder. Wichtig ist, dass du dir Zeit gibst. Zeit ist ein ganz wichtiger Faktor, damit der Körper sich anpassen kann. Es geht nicht darum, das hintereinander auf die Schnelle zu machen und dann festzustellen, ja, was der Jörg da erzählt hat, war wieder Blödsinn. Ich habe jetzt Probleme mit dem Nacken, sondern wirklich Zeit zu geben. Wenn du merkst, der Holzboden mit diesem Gummi ist zu fest, nimm was Weiches. Nimm dir ein Kissen, was auch immer. Gib dem Körper Zeit, sich anzupassen. Wirklich dieser Stelle, dem Nacken, dem Schädel, der Verbindung im Schädel, dass die wirklich sich darauf einstellen können, dass der Knochen sich darauf. Du brauchst diesen Impuls für die Knochen, damit die Knochendichte anders wird. Aber das dauert. Dementsprechend ist es nicht auf die Schnelle zack in den Kopfstand und dann festzustellen, es funktioniert doch nicht. Mindestens nach einiger Zeit, wenn du Glück hast, direkt am Anfang, sondern wirklich nur den nötigen Impuls und dann ist es gut. Viel Spaß!
Hallo, Freunde. Heute der dritte Teil vom Kopfstand, von dieser Kopfstandsequenz. Wir haben im ersten Teil den Delfin, dieses Eintauchen, macht im zweiten Teil den Kopf auf den Boden rollt. So, jetzt nutze ich das und versuche dieses Rollen gleichzeitig mit meinen Schultern, dass ich die öffne. Dafür greife ich meine Hände hinterm Rücken und strecke in die Arme, so dass mein Brustkorb gedehnt wird, meine Schultern gedehnt wird. Dann gehe ich mit langem Rücken auf die Stirn und rolle, so dass ich jetzt dieses Auf und Vor- und Zurückrollen, dass der Nacken frei wird, dass die Schulter frei werden. Ich strecke in die Arme, rolle auf den Kopf und ziehe mich von den Armen zurück. Das kann sein, dass es am Anfang nicht so weit geht. Es ist einfach, sieh es als Vorgang. Es geht nicht darum, direkt es hinzukriegen, sondern es hat mich auch einfach Zeit gekostet, das zu trainieren. Nimm es als Spaß. Viel Spaß!